Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Escapists. Oh yeah, und heute, beziehungsweise in den nächsten Folgen, möchte ich an diese fucking Truhen ran. Komme, was wolle. Und ich muss eins sagen, ich glaube, ich werde dieses Loch nicht zu Ende graben. Es sei denn, einer von euch bietet mir Holz an. Jemand ist nicht schlecht, aber ich habe noch Holz. Scheiße, das andere Holz habe ich ja das letzte Mal verloren, ne? Nein. Warum, Zero? Warum? Ja komm, dann nehmen wir wenigstens das Klebeband noch mit. Das ist auch noch wichtig. Zur Not können wir uns immer noch Holz kaufen. Zur Not können wir uns immer noch Holz kaufen. So ist es nicht. Oh, vielleicht mit ein bisschen Glück hat der Heroso ja noch ein bisschen Holz für mich. Komm gleich wieder. Ich darf nur nicht zusammengeschlagen werden. Aber ja klar. Ein Holz für den guten alten Zero. Warum nicht? Heroso. Du enttäuscht mich. Mein Zellengenosse. Na, wir müssen erstmal zu Tisch gehen und dann gehen wir und gucken, was wir in unserer Geheimbasis noch haben. Ich habe nämlich so die Befürchtung, dass jedes Mal, wenn wir das Spiel laden, die Sachen weg sind. Ist nur eine Befürchtung. Übrigens, wunderschön, wie sie alle mal auf ihren Tisch lecken. Nehmen diese lecker. Bin gespannt, wie weit wir heute kommen. Drückt mir die Daumen, denn ich habe geplant, dass wir nach The Escapists Fallout Shelter wieder als einige Zeit als tägliches Let's Play machen werden. Aber nur bis Ende der Osterferien. So war das jedenfalls geplant, deswegen möchte ich gerne versuchen auszubrechen, was eigentlich schon immer der Plan war. Der Plan war ja schon immer ausbrechen. Doch Freizeit, weil die Arbeit scheiße ist. Hier ist alles in Ordnung. Aber wir haben ordentlich Klebeband. Ich wäre jetzt gedacht, okay, ich baue noch ein Holzstück. Mein letzter jämmerlicher Versuch, ein Holz zu bekommen. Und wenn ich es nicht bekomme, ja, dann ist das halt so. Dann bohre ich mich gleich durch die Decke. Und fertig ist. Oder durch die Wand, besser gesagt. Bitte nicht reinkommen. Holz! Ja. Ja. Oh mein Gott. Es ist mein Glückstag. Es ist mein fucking Glückstag. Okay. Okay. Folie. Klebeband. Sehr schön. Dann nehmen wir das Holz mit. Brauchen wir. Ich weiß nicht, ob wir noch Klebeband da drin brauchen. Stimmt, ich wollte ja damit eine... Ah, ja. Ich brauch das Metallblech nicht. Ich wollte lediglich eine... Wie nennt sich der Scheiß nochmal? Strebe bauen, ne? Ich hoffe, ich wollte eine Strebe bauen. Wenn nicht, dann ist alles für den Arsch. Habe ich gerade mein ganzes Spiel kaputt gemacht. Das ist doch eine... Das ist noch eine Tragetasche. Was soll denn das? Oh, falsche Tür. Hä? Na gut, dann halt nicht. Ich dachte, die wurde mir gezockt. Nee, das war damals, ne? Das war viel früher. Viel früher, als mir das gezockt wurde. Aber die Tasche ist da. Ach, das liegt immer noch da. Ist wunderschön, Freunde, wunderschön. Da wird mein Zeug auch nicht geklaut übrigens. Da könnte ich es auch aufbewahren. Wie viel Prozent habe ich noch? 10. Ach, das langt, um einmal reinzukommen. Tschüss. So. Wo waren wir denn stehen? Ist das Ding lila? Nein. Wo waren wir denn stehen geblieben eigentlich? 1, 2, das waren 10, ne? Das waren 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Passt perfekt, ne? Aber wir werden definitiv eine Nacht drüber schlafen, bevor wir da versuchen, irgendwie einzubrechen. Wird zu riskant. Komm, das schaffe ich noch. Auch wenn ich gleich zusammengeschlagen werde, ist mir scheißegal. Okay. Spielen wir nochmal kurz den Dreck runter. Ich darf einfach keinen Fehler machen. Ich müsste eigentlich da landen, ne? Ich müsste da landen. Ich bin schon da, bitte nicht zusammenschlagen. Bitte nicht, dankeschön. So, unsere Aufträge waren Schlaftabletten an Queen Styler, gib Metallblech an King Julian. Er wollte ein Metallblech haben? Scheiße. Jetzt ist zu spät, jetzt kann ich nicht losziehen. Jetzt kann ich nicht losziehen. Erstmal zwischendurch natürlich Hallo an den Chat, an alle. Im Livestream ist das ja immer so, wenn wir ein Live-Let's Play machen, dass ich nicht 100% auf eure Kommentare eingehen werde, aber ich werde immer wieder reinschauen, wenn es irgendwas gibt,
was ich zu besprechen habe, dann werde ich es auch besprechen. Ansonsten sehen wir uns immer in der Folgenpause. Damit es alles ein bisschen authentischer ist, ne? King Julian wollte ein Metallblech. Das soll er auch bekommen. Soll doch. Huhu, da wird jemand zusammengeschlagen. Wo? Ich hab's gehört. Aha! Ups. Rasierklingen. Ah, Schlaftabletten. Und eine Waffe. Dankeschön, Stachypanzer. Wow. Also, so eine herzliche Geste haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Ja, Mensch. Oh ja, jetzt bunkern wir hier unsere Waffen. Schlaftabletten wollte er haben, der Chris Tyler. Ist, jetzt haben wir zwei Sachen schon dabei, mit denen wir Geld machen können. Ich möchte den anderen Questgeber haben. Hier, du. Questgeber. So, seit Tagen verfolge ich einen Dieb und weiß jetzt, wie er vorgeht. Lenkt die Werte ab, wenn wieder Frühstück ist. Okay. Easy money, würde ich sagen. Easy money. Der Popmaker, der Idiot, hat mich verpfiffen, damit mein Antrag auf Zellentransfer abgelehnt wird. Verpasse ihr meine Tracht, Prügel von mir. Oh, Speckles wollte wahrscheinlich zu mir. Oder zu seinem Kuchen. Ich weiß es nicht. Eins von beiden. Naja. Mach ich. Easy going. Du. Boris. Bleiben Sie stehen. Zieh für mich die Aufmerksamkeit der Wärter auf mich, wenn wieder duschen ist. Oh, das ist heute. Das ist heute. Nein, ich will den Stachypanzer. Stachypanzer. Crafting-Spitze möchte ich nicht unbedingt haben. Eigentlich. So. Wir brauchen eigentlich nur noch den Queen Styler oder den King Julian, damit wir die zwei Sachen loswerden. Die Leute hier auffindig zu machen, das ist ja unmöglich, ne? Und klauen kann ich auch nicht zwischendurch. Gut, jetzt sowieso Abendessen, jetzt verteilen wir uns da wieder. Eigentlich brauche ich keinen Kuchen, ne? Ja. Oh, nein, ich hab's verpasst! Oh nein, da wurde jemand zusammengeschlagen. Ich hab's verpasst. Mist. Och, Mann. Eroso, Bobmaker, Creeper, Tobi, Beckes, Chris Diner. Hab ich dich erwischt, mein Kollege. Was wolltest du jetzt von beiden? Die Schlaftabletten. Ich weiß es. So, sehr schön. Klebeband. Kaufen wir uns doch gleich mal. Wo ist denn der King Julian? Da ist der King Julian. Hallo, King Julian. Ich habe hier ein Metallblech für dich. $19, ganz ehrlich. $19. So ein Metallblech ist 30 wert. Ganz ehrlich, King Julian, das ist echt schwach. Ich habe noch ein Metallblech, ne? Also, es könnte Probleme geben. Hofgang. Dann ist ja bald schon wieder duschen, ne? Gut, ich habe nur einen Glassplitter, den kann ich ruhig wegwerfen. Das ist mir egal. So, ich fürchte einfach, mir fehlt ein bisschen Stärke, ne? Oh mein Gott! Mir fehlt eine Menge Stärke. Was ist passiert? Oh ja. Oh ja. Oh, das ist gut. Das ist richtig gut. Da stehe ich drauf. Schlagt euch nur zusammen. Okay. Ach, Rosso. Weißt du, mein Zellenkollege, der gibt mir gar nichts ab. Ist voll geizig. Kann ich gar nicht verstehen, warum. So ein Penner. So, erstmal alles hochtrainieren. Duschen, okay. Duschen, Stress machen. Das heißt, wir machen einmal kurz Stress und dann versuchen wir wegzulaufen. Hier. Nein. Lauf. Okay, seitwärts laufen. Seitwärts laufen. Dann bin ich schneller. Ja. Okay. Sie sind weg von mir gegangen. Perfekt. Ich habe Stress gemacht und ich wurde nicht zusammengeschlagen. Das ist dieses Seitwärtslaufen. Das ist so OP. Alter Schwede. Hui. So, Rexas, was hast du für mich? Ich brauche Kohle. Rexas? Officer Fives hat mir meine Sachen abgenommen. Zahnbürstenwaffe. Ich wäre dir dankbar, wenn du es mir zurückholen könntest. Auf jeden Fall, Kollege. Fives. Wieso schon wieder Fives? Wo ist der Penner? Eines Fives, der letzte im Bunde. Er läuft zurück, ne? Okay, wir müssen Fives auf jeden Fall verfolgen. Das Problem ist natürlich, ich hab keine Absicherung. Ich hab nichts zum Heilen. Das ist echt ein bisschen kacke. Vielleicht schaffen wir ihn noch so. Der Zweifel ist aber stark. Oh. Hatten wir nicht Heilung hier drin gebunkert? Was? Wieso habe ich hier dreimal Klebeband liegen? Ich habe extrem viel Klebeband. Alter! Wo habe ich das Zeug her?
Okay, wir schlagen Pipes noch nicht zusammen. Wir bringen das erstmal in Sicherheit. Oh, Fallout Boy steckt gerade jemand zusammen. Okay. Wo hab ich das ganze Klebeband her? Alter. Okay, Klebeband haben wir ausgesorgt. Ist Holz. Wir haben nur ein Holzproblem. Und Eisen könnten wir eigentlich kriegen, indem wir quasi den Job kurz annehmen. So, erstmal gucken wir, wo Fallout Boy zusammengeschlagen worden ist. Da ist er doch. Oh nein, er ist wieder aufgestanden. Oh, ich hab noch die Pfeile dabei. Oh. So. Bist du Fives? Jetzt kann ich ihn nochmal suchen, ne? Wo sind denn meine ganzen Medikamente hin? Haben die sich alle in Klebeband verwandelt? Ist das so? Toll. Sind hier alles mögliche außer Fives? Er sitzt wahrscheinlich wieder in seinem Kämmerchen und guckt sich Pornos an oder so. Finest. Nugget, Frosty. Wir haben zu viele F. Wir haben zu viele Wächter mit F. Ach, shit, er wäre jetzt fast alleine gewesen, aber Ferno war noch da. Wir müssen ihn alleine erwischen. Aber draußen können wir ihn auch nicht zusammenschlagen, ne? Echt gefährlich. Oh, da kommt ein Wärter. Komm schon, Zero. Schaffst das? Was? Achso, ich muss ihm die Waffe abnehmen, ne? Ah, ich wollte schon sagen, wieso kriege ich das nicht geschenkt dir? Okay. Perfekt. Wir haben eine Waffe für uns, eine gute. Alter, wie der Glassplitterwaffe ordentlich zugehauen hat, ey. Bringen wir mal in Sicherheit das Ganze. So, Arm der Pill. Jetzt. Scheiße. Nein. Nein. Warum? Scheiße, mir muss das einfallen. Mir muss irgendwas einfallen. Was kann ich hier machen, um hier rauszukommen? Scheiße, eigentlich gar nichts, ne? Nein! Ah! Ich hab mich auf die Zeit gehalten! Was ist so? Oh nein! Och, ich hab doch das... Nein, das Holz! Ich wollte doch extra schlafen, um das Holz zu sichern! Das ist doch alles für'n Arsch. Ja, Vic Bronx, ich wollte hier eigentlich eine Wand durchziehen. Ich hab's doch nicht gemacht, weil ich die Schaufel ja noch da oben habe. Das ist doch nicht dein Ernst! Nein! Ah! Wer hat dieses Gefängnis gebaut? Der gehört geschlagen, ganz ehrlich. Toll. Leute, das ist so traurig. Das ist so traurig, mein Holz! Nee, komm, Leute! Ich scheiß auf diese Grabenaktion. Scheiß auf die Grabenaktion. Ist mir scheißegal. Ich hol da jetzt meine Schaufel raus. Und dann ist gut. Ich hol da jetzt meine Schaufel raus. Nein. Ich pfeife auf dieses Holz. Es sei denn, du hast hier zwei Holzstücke. War ja klar. Warum muss das Ganze random sein? Wir sind bei Tag 33. Da habe ich zwei Holz bekommen. Und jetzt ist hier kein Holz. Rosso, wenn du jetzt kein zwei Holz hast. Oh, ja, ich. Wenn du jetzt kein zwei Holz hast, ne, dann. Mann! Naja, zumindest weiß ich, dass wir Klebeband am Start haben. Nehmen wir mal mit hier. Ich nehme gleich meine improvisierte Mauer, die ich da gemacht habe. Gehe zum Duschen und schlage da die verdammte Mauer ein. Ist doch nicht dein Ernst mit dieser fucking Tür da unten. Alter, ich hab Freunde, das ist gemein. Niki, ich weiß, dass ich besser aufpassen muss, aber es ist ja wohl ein purer Zufall, dass ich genau in der Sekunde, wo die Türen sich schließen, mich entscheide, die Waffe da wegzubringen. Ich hätte die Waffe auf den Boden werfen können. Wieso habe ich es nicht getan? Wir haben überall Plätze, wo ich Waffen lagern kann, wo kein Schwein drauf kommt. Und ich platziere sie alle immer noch in meiner Geheimbasis. Naja, bringen wir unser Klebeband in Sicherheit und dann. Das war's.
Meine Geduld ist erschöpft, dieses Loch zu graben. Bin ich ganz ehrlich. Meine Geduld ist einfach nur erschöpft. So. Ich hoffe, wir werden aber nicht dabei erwischt, wie wir da durch die Mauer brechen. Wir legen hier kurz mal die Mauer hin. Alter. Nimm das hier Ding mit. Liegt ja noch alles Mögliche. Geh hier hoch. Vielleicht kann sich das Loch noch als nützlich erweisen. Wer weiß das schon. Ich wollte gerade sagen, was hat meiner denn gesagt? Aber er hat nur gemeint, hey, komm, Blut. Nicht so gute Idee. So, ich denke mal, dass die Wetter mich hier nicht sehen. Weil sie hier nicht ganz durchgehen. Ach du Scheiße, die Mauer baut sich so gut wie gar nicht ab, ne? Oh nein. Das ist noch eine robuste Schaufel, die muss da durchgehen wie Butter. Wird sie reichen, Freunde? Wird sie reichen, um das Geheimnis zu lösen? Bitte nicht verpetzen, Stachypanzer, bitte. Wir sind doch Freunde. 28. 28. Ja, das reicht, Freunde. Fragt sich nur, wie sich die Mauer verhält. Prozent haben wir noch. Lass die Schaufel mal da liegen. Kommt ja sowieso kein Schwein darauf, da irgendwie nachzugucken, ne? Nein! Ich chill hier mal ein bisschen, ja? Scheiße, Mann. Mittagsappell, ich muss hier raus. Ich muss unter 90% kommen. Scheiße, die Toilette ist überspült. Was? Ich bin doch gar nicht darauf gegangen. Ich bin doch noch gar nicht raufgegangen. Okay, okay, kein Problem. Ach, das ist sowieso nur der Glassplitter, ne? Komm, wir laufen. Nein, nicht erschießen. Ich bin hier im Schatten. Nein. Naja, was soll's. Besser als alles zu verlieren, finde ich. Es ist immer noch besser als alles zu verlieren. Ich lass mich lieber einmal zusammenschlagen. Verdammt. Okay, ich hoffe, das fällt nicht auf mit der Toilette. Ja, ich bin doch schon da. Ich hasse euch alle. Ich hasse euch aber alle. Ich bin doch gekommen. Ich war im Krankenzimmer. Ich wurde zusammengeschlagen. Egal. Ist egal. Alles ist gut. Ich gehe jetzt und öffne einfach die Mauerattrappe oder gucken wir nach, was da drin ist. Das reicht mir langsam. Das hätten wir alles sofort machen können. Aber ich habe mich ja entschieden, was anderes zu machen. Ist ja der helle Wahnsinn, Alter. Oh mein Gott, eine Mauerattrappe! Oh nein. Es ist zu traurig. Was ich alles dafür verschwendet habe, ne? Es ist traurig. Es ist einfach traurig. Es ist ein Tag, der zum Heulen ist. Oh, wie viele Folgen haben wir jetzt darauf gebaut? 13 insgesamt, ne? Das hier ist die 13. Folge. Glaube ich. Ja, unglaublich. So, wisst ihr, was wir machen? Wir holen hier auf jeden Fall die Mauer raus. Und holen uns zumindest unsere Mauerattrappe zurück. Geht ja mal gar nicht, ey. Wir haben meine Mauerattrappe wieder. So. Ja, ich gehe ja schon. Beruhig dich mal. Bitte nicht zusammenschlagen, solange ich meine Mauertrappe dabei habe. Dankeschön. Alles wird gut, Leute. Alles wird gut. Speckles, ich könnte den Spielstand laden. Hast du recht, aber was würde es mir das bringen?
Ich könnte natürlich das Gefängnis nochmal neu anfangen, aber den Spielstand jetzt einmal zu laden, das würde eigentlich gar nichts bringen. Ja gut, wir haben die Schaufel ein bisschen kaputt gemacht, aber wir haben eine Feile dafür bekommen. Und eine Mauerattrappe haben wir dafür bekommen. Das ist der helle Wahnsinn, Alter. Also was Besseres hätte ich da nicht erwartet. Total lohnenswert, da reinzubrechen. Also ich kann jedem empfehlen, wer dieses Gefängnis runterlädt, grabt euch auf jeden Fall dahin. Das wird im Leben nicht so viele Ressourcen verschwenden, wie ihr glaubt. Und vor allem auch nicht Zeit. Keine 13 Folgen auf jeden Fall. Und ihr kriegt da awesome Sachen. Ja, zumindest ist es. Ja, ich weiß auch nicht. Zumindest irgendwas. Aber. Aber. Wir werden versuchen, jetzt über die Mauer zu gehen. Wir werden versuchen, über die äußere Mauer zu gehen. Mal gucken, ob dieses Gefängnis wirklich so hart ist, wie es in der Steam-Community beschrieben wurde. Denn jetzt geht's ans Ausbrechen. Aber erstmal. Hallo Tobi. El Capone. Oh, super. Nein, ich gebe dir noch keine Sachen. Oh, jetzt wäre er sogar aufgestanden, hätte meine Mauer mitgenommen. Das wäre der Fehl des Tages gewesen. Alter. Okay, bunkern wir mal hier unsere Sachen. Hier schaut sowieso kein Schwein vorbei. Wir nehmen mal die Schaufel. Können hier überall graben. Aber können wir auch diese Mauer vernichten? Das werden wir wohl erst herausfinden, sobald es Abend wird, ne? Sobald es dunkel wird. Wer weiß, vielleicht müssen wir diesen Spielstand auch wieder laden. Weil wir nämlich gleich, hey, das ist kein Bettlakenpuppe. Wie war das? Zwei Decken, ein Kissen? Scheiße! Okay. Ging das denn nochmal? Ging denn nochmal die Attrappe? Knüppel mit Stacheln. Hey, das wollte ich die ganze Zeit machen. Holz, Kleber und Nägel. Aber wieso nicht ein Baseballschläger? Das würde viel mehr Sinn ergeben. Aber nice. Wie waren das nochmal? Oder waren das zwei Kissen? Inventar voll. Ihr nehmt das Betttuchseil. Obwohl, das Kissen brauche ich, ne? Oder nimm doch ein Betttuch. Waren das zwei Kissen? Das waren zwei Kissen, okay. Den Schaufel brauche ich noch. Gut, werden wir nämlich gleich testen, ob wir uns rausgraben können. Speckles, ich glaube nicht, dass ich die Holzstreben entfernen kann. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, die werden für immer da unten verrecken. Die können wir nicht mitnehmen. Bitte hat einer von euch Holz dabei. Also, wenn ich mich unter die Mauer durchgraben muss, dann brauchen wir definitiv Streben. Weil ich kann, glaube ich, nur ja, zwei weit graben, bevor ich dann definitiv eine Strebe brauche. Also wir brauchen zumindest ein Stück Holz, um auf jeden Fall eine neue Schaufel herzustellen. Den Rest haben wir genügend. Wir haben genügend Klebeband, wir haben genügend alles Mögliche. Um wirklich nochmal so eine robuste Schaufel herzustellen. Dafür reicht es allemal. So. Ich hoffe,
Die Tür bleibt nicht für immer verschlossen, sonst müssen wir nämlich die ganze Nacht lang draußen bleiben. Das wäre ein bisschen blöd. Okay, schau. Oh. Ihm einer an. Meine Tür zu? Scheiße, meine Tür ist für immer zu. Okay, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Seitwärts laufen. Okay. Die ist auch zu. Alles gar kein Problem. Wir haben unsere robuste Schaufel. Wir können durch die Wand hier gehen. Ah, die Tür ist auch zu. Oh. Oh, guckt sie euch an. Ihr lieben Wärter. Die schlafen natürlich hier beim Stromgenerator. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Fives, Nugget, Bugsby, Nummerherz. Ich will einfach mal Sachen liegen. Okay. Graber, ich versuche einfach mal hier durch die Wand. Es geht nicht, ich muss mich graben. Es geht nicht, ich muss mich graben. Scheiße. Man kann hier nicht durch die Wand. Es geht nicht. Ah, natürlich. Guckt euch das an. Diese Wand sieht ganz anders aus als diese. Ah, durch diese Wände kann man sich also schlagen. Durch diese allerdings nicht. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall unten drunter. Hier ist auch verschlossen. Auch diese spezielle Mauer, ne? Aber der Besucherraum. Was ist, wenn wir im Besucherraum graben? Oh mein Gott, Leute. Wir können einfach im Besucherraum graben. Das würde keinem Schwein auffallen. Das Problem ist, wir müssten durch diese Tür hier kommen. Das heißt, wir brauchen einen illegalen Schlüssel. Weil hier ist sowieso keine Sau drinne. Hier können wir graben. Wir müssen uns halt hier unter diesen Tisch hier hindurch graben. Und eventuell hier noch drunter. Ja, wir gehen einfach von hier aus noch da. Und dann kommen wir nachts hier raus. Besorgen uns vorher noch den lila Schlüssel. Was gibt's denn hier noch? Wir laufen mal den Rand entlang. Mal gucken, ob wir noch irgendwas Auffälliges finden. Wir haben uns ja bisher den Rand hier nicht wirklich gut angeguckt. Ah, da kann man trainieren. Hier ist aber ansonsten nichts weiter, ne? Ach, Bibi, jetzt hängst du schon in der Küche ab, ne? Dann laufen die anderen Wärter. Nur Bibi ist recht steif. Kommt nicht vom Fleck. Ich könnte mich auch versuchen, hier in mein Zuhause reinzubuddeln, ne? Das wäre auch eine Möglichkeit. So könnten wir nachts jederzeit ausbrechen. Oh mein Gott. Ist das die Strategie, auf die ich gewartet habe, wie wir nachts sie rauskommen? Wobei, mit der Bettpuppe können wir auch rechtzeitig rauslaufen. So ist es nicht, da müssen wir uns jetzt nicht anstrengen. Ich frage mich halt wirklich... ob... Wie weit weg ist das vom anderen Gebäude? Ob wir uns von da nach da graben sollten? Aber hier ist immer zu. Oh, ein Mist. Wie lange haben wir noch, bis Tag wird kommt? Okay, wir versuchen nochmal schnell die Mauer kaputt zu machen. Nicht graben! Ich hab die Prozente verschwendet. Scheiße. Was war das für ein Geräusch? Ich glaube, das war eine Tür. Okay, alles gut. Frage ist nur, wozu ist der Generator? Nur um die Kameras auszustellen? Das bezweifle ich aber. Es würde viel mehr Sinn ergeben, wenn wir hier diese Mauer einbrechen würden, ne? Wozu brauchen wir denn hier? Ich meine, da können wir schlafen, ja, und so, aber naja. Gut, gucken wir mal, ob wir das schaffen. Ach, das ist eine verdammte Mauer, ne? Ja, die braucht natürlich ein paar Prozente mehr. Da ist die robuste Schaufel weg. Aber wir können uns da einfach durchschlagen. Dann brauchen wir auf jeden Fall den Schlüssel hier oben nicht.
Wir können uns leider nicht durchschlagen, das ist echt schade. Aber wir können tagsübers... Gegenstände wegwerfen. Wir können tagsüber versuchen, auf jeden Fall schon mal da zu graben. Das ist doch möglich. Schade, dass man hier bei der PC-Version... es nicht schafft, wieder nach Hause zu kommen. Bei der Xbox One-Version konnten wir damals ja ganz easy durch unsere normale Tür durchgehen, um schlafen zu gehen. Aber sobald hier es zu spät ist, gehen alle Türen zu. Allesamt. Und ich würde sagen, da es jetzt gleich 7 Uhr morgens ist, werden wir die Folge für heute beenden. Wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge wieder. Im Stream geht es natürlich weiter. Haut rein, euer Zero. Tschüss.